So, ich möchte das hier jetzt sehen. Das hier möchte ich sehen, weil Serdar Somuncu hier wohl einige wilde Sachen ausgelassen hat. I don't know, ich mochte Serdar Somuncu irgendwie mal. So ein bisschen, ne, wenn der so AfD-Politiker hops genommen hat, aber irgendwie waren die letzten Auftritte, die ich von ihm gesehen habe, immer recht unangenehm, ne, aber naja, ich will, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht direkt als Scheiße bezeichnen, mal sehen, vielleicht ist ja gut, ne? Junge, warum hast du nichts gelernt? Würde. Und ich hätte mir gewünscht, das sage ich dir ganz ehrlich, dass man Putin und Zelensky nach Elmau eingeladen hätte und gesagt hätte, wenn ihr wirklich Frieden wollt, dann setzt euch bitte an diesen Tisch und redet miteinander. Warum klatscht man da? Warum klatscht man da? Ist es, diese Aussage impliziert doch, dass das nicht versucht worden ist, oder? Ich glaube, die Gesprächsbereitschaft war von Seiten der NATO sowieso da, aber die haben auch nicht wirklich viel da mitzusprechen. Und von Zelensky und der Ukraine sowieso, oder? Die haben keinen Bock auf Krieg. Die würden das ganz gerne irgendwie diplomatisch lösen. Nur von russischer Seite ist da niemand bereit für. Warum hat man es nicht gemacht? Warum? Ich weiß nicht, ob Putin abgesagt hätte. Ich weiß es nicht. Ich bin Aber Putin hat doch nicht, tausendmal abgesagt, oder? Informationen haben. Der hat doch tausend Gespräche zumindest indirekt abgesagt. Ne? Also wenn du, was meine ich mit indirekter Absage? Wenn Putin sagt, ich bin gesprächsbereit und das sind meine Konditionen und diese Konditionen beinhalten eine Entmilitarisierung der Ukraine, ein Abtreten der Ostregion und viele andere Dinge, ein Neutralitätsversprechen der Ukraine, plus Entmilitarisierung und. So, das sind halt so Teile, wo man dann sagt, nee, unter den Bedingungen brauchen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen. Und dann kann man sich natürlich als Russland hinstellen und sagen, naja, gesprächsbereit sind wir ja. Die wollen ja nicht. Außerdem ist auch stark anzunehmen, dass da irgendwelche Vertreter sowieso die ganze Zeit miteinander reden oder bin ich da auf dem Holzweg? Alter, ich weiß es nicht. Ob du es mir glaubst oder nicht, ne, Christian, aber ich habe noch nie in einer Regierung gearbeitet, die einen Krieg führt. Ich kann dir nicht sagen, ob die irgendwie in Kontakt stehen. Ich hoffe es. Aber ich hätte es wenigstens versucht. Hätte gesagt, komm, die Tür ist auf, wir wollen immer noch reden. Jeden Tag sterben Menschen, jede Sekunde, in der wir nicht miteinander reden, in der wir über irgendwelche Ersatzlösungen streiten. Also lass doch jetzt anfangen, Kompromisse zu finden. Alle sagen böser Putin und so weiter, aber verstehen gar nicht, was dort wirklich vor sich geht. Hast du vor sich wirklich zusammengeschrieben als einzelne, also als... Glaubst du wirklich, dass vor sich zusammengeschrieben wird, wenn du sagst, man weiß nicht, was dort vor sich geht? Oder ist das vertippt? Sorry, dass ich es zusammengeschrieben habe. Das mit Doppel-S bitte beim nächsten Mal. Sorry, dass ich es zusammengeschrieben habe. Aber erzähl mir mal, was da wirklich passiert, wenn Putin nicht der Böse ist. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Und da geht es nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht um Existenzen und nicht nur um Einzelne, die Russen oder Ukrainer sind, sondern es geht um die gesamte Welt in diesem Kontext. Wenn dieses Ding schief läuft, geht es auch mit uns schief. Und deswegen müssen wir uns den Arsch aufreißen, so wie wir beide auch, wenn wir sprechen, Kompromisse zu finden. Ist Putin der Böse? Fragezeichen. Du hast doch geschrieben, dass das nicht ist. Oder müssen wir auch sagen, wer der Böse ist, wenn nicht Putin? So in meiner Weltwahrnehmung ist Putin auf jeden Fall der Böse. Ihr sagt ja alle, dass er der Böse ist. Komm, ihr sagt ja alle, dass mit Doppel-S er der Böse ist. Das mit Doppel-S, ne, es sei denn, man kann es durch dieses, jenes oder welches ersetzen. Das ist eine ganz einfache Regel. Relativische Anfügung mit einem S, ne? Und ansonsten immer Doppel-S. Mir ist es übrigens egal, wie ihr das schreibt. Ich versuche immer nur irgendwelche Trolle hops zu nehmen mit deutscher Rechtschreibung, weil inhaltlich braucht man denen eh nicht kommen. So, die haben einfach viel zu viel Telegram konsumiert, um denen inhaltlich dagegen vorzugehen. Ne? Ich bin kein Troll, Alter. Erzähl mir keinen Scheiß, Alter. Du trollst doch komplett rein in deine Unterhose. Wie kannst du denn nach einem halben Jahr Krieg in der Ukraine sagen, dass Putin nicht der Böse ist? Als ob das irgendwelche Neuigkeiten wären. Wie, Putin ist der Böse? Habe ich was nicht mitbekommen? Was ist denn los mit dir? Entweder trollst du oder du scheißt dir halt seit 5 Monaten jeden Tag in die Birne. Das kann auch sein. Anders wird das nicht funktionieren. Da sind wir.
Alle sagen, Putin ist der eher Böse, nicht gleich Putin ist der Böse. Okay, er scheißt sich jeden Tag in. Er scheißt sich jeden Tag in den Kopf. Das, jetzt haben wir das beantwortet. Fucking danke nochmal, Steak, ey. Wir müssen heute. Heute müssen wir ein bisschen schneller bannen. Heute müssen wir ein bisschen schneller bannen, weil meine Sanity wirklich. Ich weiß nicht, meine Sanity nimmt. Da sind wir beim alten Thema, darauf kamen wir mehrfach, deswegen halten wir es kurz. Ich bin der Überzeugung, man kann mit einem Menschen, der ein Land vernichten will, keine Kompromisse. Man wird ihn aber auch nicht besiegen. Das schwöre ich dir. Ich lege dir dafür mein Ehrenwort auf den Tisch. Es wird nicht funktionieren, dass du Russland besiegst. Da kannst du den Arsch aufreißen, du kannst es aufrüsten, die Ukraine, bis zum geht nicht mehr. Am Ende kannst du Atombomben draufwerfen. Es wird nicht dazu kommen. Es wird auch nicht dazu kommen, dass Putin vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Sondern entweder der geht unter und dann gehen wir mit ihm unter oder dieses Ding wird anders gelöst. Anders wird's, das ist meine feste Überzeugung. Der Typ ist durchgeknallt. Der ist bekloppt. Du redest da nicht mit einem normalen Menschen. Du musst mit dem irgendeinen Weg finden, dass der dir wieder zuhört. Und das kannst du nicht dadurch, dass du ihn noch mehr bedrohst und ihm noch mehr Waffen an die Grenze stellst, sondern du musst in irgendeiner Form, deswegen sagst du... Was heißt denn noch mehr Waffen an die Grenze? Er tut so, als ob an der ukrainischen Grenze Waffen der NATO gestanden wären. Und da tatsächlich ein legitimer Kriegsgrund vorherrscht. Das ist doch inhaltlich einfach komplett falsch. Sag ich Kompromiss, von deinen Ansprüchen zurücktreten und seine Ansprüche reduzieren. Was ist denn dann die Konsequenz? So, lutschen wir dem die Eier und geben ihm die Ukraine oder was? Dass er nicht Raketen auf Deutschland schickt? Was ist denn, was... Mir fehlt es da tatsächlich irgendwie an Inhalt. Das ist Diplomatie. Ich bin nicht Politiker. Ich wüsste vielleicht, wie ich es machen würde, wenn ich es könnte. Aber ich kann es nicht. Ja, problematisch. Und weißt du, was mir auf den Sack geht? Sorry, ich... Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Serdar Somunschi mit irgendeinem russischen Vertreter sprechen würde, dann wird das ungefähr 2,5 Minuten dauern, bis er erschossen wird. Also, wird wahrscheinlich nicht so gut laufen. Ich will mich nicht in Rage reden, aber es geht mir echt auf den Sack, wie dieses Ding zum Politikum geworden ist und plötzlich so ein Teil einer Modebewegung. Vor jeder Veranstaltung wird jetzt irgendeine Phrase geschwadroniert mit Solidarität und dies und das und da hat wieder jeder eine Fahne im Fenster hängen. Ich kenne das schon. Das war mit den Patsche-Fahnen genauso. Als die Kriege waren in was weiß ich wo, haben alle eine Patsche-Fahne im Fenster gehabt und waren für Frieden. 2 Wochen später hat sie einen Scheißdreck interessiert. Und die Kriege, die es auf der Welt gab, die gab es immer noch. Mittlerweile 26 Kriege, habe ich dir schon mal aufgezählt, gibt es auf der Welt. Interessiert das jemanden? Weiß das jemand? Wo 500.000 Menschen gestorben sind, allein in Syrien, 100.000 in Jemen. Interessiert das jemanden? No. Es wird als Whataboutism abgetan. Dabei ist es nicht Whataboutism, sondern es ist Allaboutism. Es ist tatsächlich Whataboutism, ne? Wenn du vom eigentlichen Thema ablenkst mit der Einleitung What About, ne, dann ist das sogar ziemlich, also Whataboutism ist eigentlich eine relativ nice Bezeichnung und auch ziemlich simpel zu verstehen, weil es die Sache schon im Wort erklärt. Ne? What About-ism. Du sprichst über ein Thema und als Antwort auf irgendeinen Standpunkt kommst du mit What About. Also das Textbuch, wie Drakon schreibt. Das kann ich teilen. Ich bleibe dabei, ich halte die Idee. Und das Gute ist, Whataboutism ist auch meistens immer etwas, wo man nichts gegen sagen kann, außer dass es Whataboutism ist und derzeit keine wirkliche Rolle spielt. Ne? Das ist so, du sprichst über die Grausamkeiten des Ukraine-Krieges und über die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine und dann kommt jemand und sagt, aber was ist denn mit den Flüchtlingen aus Afghanistan? Die haben wir da verrecken lassen. Wir haben unsere Verbündeten dort verrecken lassen. Was willst du denn darauf sagen? Natürlich haben wir das und natürlich war das falsch. Aber es spielt doch derzeit in dieser Debatte keine Rolle. Also es sollte im Großen und Ganzen natürlich eine Rolle spielen. Ja, wie wir insgesamt in der Vergangenheit als Menschheit mit flüchtenden Menschen umgegangen sind, die aus welchen Gründen auch immer flüchten mussten. Das ist abscheulich. Aber es spielt doch keine Rolle, wenn es um die Ukraine-Geschichte geht. Die Hungernden in Jemen juckt das schon. Ja, komm, halt doch deine Fresse, Johanneszange, wirklich. Was willst du mir damit sagen? Dass wir, wenn wir über die Ukraine sprechen, über die Hungernden im Jemen sprechen müssen, oder was? Dass immer, wenn jemand sagt, Putin begeht einen Angriffskrieg, wir aber sagen müssen, naja, aber im Jemen verhungern auch Menschen.
Findest du, ist das, was willst du mir damit sagen? Dass wir Kriege anders priorisieren. Johannes, du willst mir sagen, dass es falsch ist, den Ukraine-Krieg mit einer besonderen Priorität zu behandeln. Du willst mir sagen, dass das falsch ist. Eine Ausschreitung mit einer imperialen Großmacht, die potenziell bei Einmischen westlicher Kräfte in einen Weltkrieg eskaliert. 1,5 Flugstunden von Berlin entfernt. Mit Atombomben. Die Leute tun so, als ob es irgendwas Schlimmes wäre, Kriege zu priorisieren. Soll ich dir was sagen, Johannes? Du priorisierst auch Kriege. Glaubst du, du bist hier ein Samariter, weil du sagst, im Jemen verhungern Menschen? Weißt du, wie viele Kriege geführt werden auf diesem Planeten, von denen du gar keine Ahnung hast? Von denen du gar nichts mitbekommst? Können wir einfach mal bei einem Thema bleiben innerhalb solcher Debatten? Whataboutism hilft niemandem. Es hilft fucking niemandem. Wenn wir über die Problematiken in der Ukraine sprechen, dann hilft es niemandem, wenn wir den Jemen da reinwerfen. Kompromiss zu finden, genau wie du es beschreibst, für völlig illusorisch. Und ich halte es für hochgefährlich, hier Putin auch nur einen Schritt entgegenzukommen, weil das seiner Ideologie folgend... Ich komme ihm ja nicht entgegen. Doch, wenn die einen abtreten sollen, kommst du ihm entgegen. Und, nein, man kommt sicher... Das Problem ist doch, dass wir nie über den Jemen reden. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch völliger Unsinn. Wir sprechen die ganze Zeit über den fucking Jemen. Was ist denn dein fucking Problem hier? Wie weit soll ich schon 98 Beiträge im Jahr? 98. Was willst du von mir? Wir sprechen nie über den Jemen. Was willst du von mir? Was ist dein scheiß Problem, Alter? Kommst du mir jetzt mit so einem Ding, weil ich das nicht mitbekomme, den Öffentlich-Rechtlichen? Ist es auch nie passiert, oder was? Selbst ich habe hier schon über den Jemen gesprochen. Selbst wir haben hier schon Dokumentationen darüber geguckt und haben darüber gesprochen. Oder geht es darum, dass sich alle Dinge um deine Lebensrealität drehen müssen? Dass du in der Lage bist, Whataboutism anzuwenden und wir alle darauf hören müssen, weil du in deiner Existenz davon nichts mitbekommst, oder was? Nicht entgegen. Ein Kompromiss ist, beide gehen aufeinander zu. Das ist ein Kompromiss. Nee, der Kompromiss besteht dann darin, dass Putin den Erfolg hat, dass er Teile der Ukraine für sich reklamieren kann und sagt, ich muss es nur probieren. Das wird dann... 4.601 Meldungen zu Ukraine in der Zeit. Ja, aber Johannes, was willst du... Ach komm, sei einfach still, ansonsten banne ich dich. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ey. Was willst du? Welchen Punkt willst du machen? Kannst du mal mit fucking Inhalt kommen? Kannst du mir Inhalt bieten? Oder willst du nur dumm rumlabern? Was machst du denn für den Jemen? LOL Clash mit der V-Gang. Wie wär's denn, du machst einfach mal einen fucking Stream über den Jemen. Es nervt mich so unendlich hart, Mann. Leute kommen mit irgendwelchen Scheißansprüchen und sind selbst nicht gewillt, auch nur im Ansatz da irgendwas zu erfüllen. Es geht nur ums Meckern. Es geht um nichts anderes. Hauptsache, man kann irgendwie auch noch in einer Situation, wo alle versuchen, es zu raffen, nochmal einen draufpacken. Die Leute engagieren sich für kriegsflüchtige Menschen aus der Ukraine. Solidarisieren sich, halten zusammen, versuchen Gutes zu tun. Und dann hast du immer irgendeinen Arsch, der sagt, aber das habt ihr nicht gemacht bei Leuten, die schwarz gewesen sind. Leute sprechen darüber, verurteilen einen Krieg und sagen, wir müssen etwas tun. Und du hast irgendeinen Arschloch, der sagt, aber über den Jemen hat nie jemand gesprochen. Was willst du denn damit sagen? Was ist denn dein scheiß Inhalt? Dann tu doch was dafür. Dann mach es doch selber! Ja, weil das staatlicher Rassismus ist, dass die Ukrainer anders behandelt werden. Alter, ich weiß nicht, wie hart man dir in dein scheiß Hirn scheißen muss, um so etwas... Es ist kein fucking staatlicher Rassismus, es ist Rassismus! Das hat nichts mit staatlichem Rassismus zu tun. Wir leben in einer rassistischen... Ich habe ihn entbannt. Bitte lass ihn entbannt. Weil solche Leute musst du auf links ziehen, wirklich. Sie denken einfach, die wären die krassesten. Soll ich dir erklären, was Rassismus ist? Rassismus ist Diskriminierung. Diskriminierung, die strukturell oder institutionell ist. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das hat etwas mit Xenophobie zu tun und der Art und Weise, wie wir seit Hunderten von Jahren agieren. Und zwar optisch fremd, scheiße. Optisch gleich,
funktioniert. Die unterschiedliche Behandlung von kriegsflüchtenden Menschen oder allgemeinflüchtigen Menschen anderer Ethnien oder Religion ist tief gesellschaftlich verankert. Da kann man und muss man gegen vorgehen. Aber nicht in dem Moment, wo wir es endlich mal raffen, Menschen zu helfen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir allgemein mit kriegsflüchtenden Menschen umgehen. Das müssen wir tun. Und dabei können wir den Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen als Paradebeispiel nehmen, wie wir mit solchen Menschen umzugehen haben. Das tun wir aber nicht, wenn wir endlich mal unseren Scheiß in den Griff kriegen und in der Lage sind, Menschen wirklich zu helfen und uns mit ihnen zu solidarisieren und dann direkt sagen, ja, aber andere Menschen haben wir verhungern lassen im Jemen. Ja, aber diese Menschen aus der Ukraine derzeit nicht. Und wenn das geschafft ist, was so Gott möchte, irgendwann vielleicht hoffentlich passiert, ohne dass eine komplette Katastrophe ausbricht, dann müssen wir gesellschaftlich darüber sprechen, ob wir das nicht ungefähr auch mit allen anderen Menschen so hinbekommen müssen, weil wir ja die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch hunderte von Millionen von flüchtenden Menschen auch anderer Ethnien bekommen werden. Dann können wir über Rassismus und über unsere stark rassistisch verankerte Gesellschaft und unseren Umgang, der rassistisch ist, mit flüchtenden Menschen aus Kriegsgebieten oder wirtschaftlich belasteten Zonen sprechen. Dann können wir das tun. Aber nicht in dem Moment, wo wir es als Deutschland endlich mal schaffen, uns auch nur im Ansatz zu raffen. Ja, aber das wird doch gefordert. Hey, ihr könnt's bei den Ukrainern, wieso gilt das nicht für andere Flüchtlinge, die gleichzeitig ankommen? Wo forderst du das? Du hast nichts gefordert. Du hast keinen Inhalt gebracht. Du hast keinen Inhalt gebracht. Von dir kommt dummes Rumgemotze, Rumgemecker und Rumgeeier. Aber kein Inhalt. Geh League of Legends spielen, wirklich. Aber hör auf, hier permanent einen draufzupacken. In anderen Ländern auch funktionieren. Dann fahre ich ins Baltikum, okay. Dann hört man auch einen Teil. Okay, dann müssen die, die jetzt applaudieren, auch die Eier haben, dort Waffen hinzuschicken, die effektiv sind. Und im Zweifelsfall auch die NATO darum bitten, zu intervenieren. Habt ihr die Eier dazu, dann macht es. Macht es. Ja, dann möchte ich dein Gesicht sehen. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier. Mich nervt das wirklich. Es nervt mich einfach. Ich kriege da wirklich Hasszangen. Es nervt mich so unendlich hart. Es nervt mich so hart. Ihr glaubt das nicht. Jetzt zu klatschen, aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stehen die vom Bunker und klopfen. Lass mich rein! Ich bin Pazifist! Hör auf, ey. Ich werde echt sauer. Weil es trifft oder wieso? Nein, weil es nichts verändert. Das ist die Art und Weise, wie wir kritisieren. Die Art und Weise, wie wir kritisieren, ist, dass wir kritisieren der Kritik wegen und nicht, weil wir tatsächlich irgendwas verändern möchten. Ja, ich mache was, hab keine Reichweite, deswegen packe ich IRL an. Sorry, dass ich damit nicht auf Twitter flexe. So macht man übrigens auf Themen aufmerksam, ne? Du hast dich ja als erstes darüber beschwert, dass niemand darüber berichtet, ne? Wenn du was im realen Leben machst, dann berichte du doch darüber. So gibst du anderen Menschen die Möglichkeiten, da ebenfalls über eine Teilung drüber zu berichten. Das hat nichts mit Flexen zu tun, wenn man der Welt zeigt, dass man auch gute Dinge tun kann. Oder würdest du sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen damit flexen, dass Flüchtlinge aufgenommen werden bei Spendenkampagnen? Ist das öffentliche Teilen von Dingen, die man tut, die gut sind, flexen? Mit meinen 3 FollowerInnen? Naja, aber alle anderen Sachen sind auch wichtig genug. Du tweetest darüber, dass du jetzt irgendwie LOL spielst mit deinen Leuten. So, warum machst du das denn? Für deine 3 FollowerInnen? Ja, genau, für die gleichen Menschen. Für deine 3 FollowerInnen. Es kommt nicht auf Reichweite an. Wenn man Dinge tut, die gut sind und dahinter steht, dann teilt man es und versucht und hofft, dass andere Menschen mitmachen. Genauso funktioniert Mobilisierung und der Aufbau von Mehrheiten. So haben alle irgendwann mal angefangen. Und wenn dir ein Thema besonders wichtig ist, dann fang an, aktivistisch darüber tätig zu werden. Das hat nichts mit einer Initialausgangsreichweite zu tun, sondern damit, ob die Sache, für die man einsteht, richtig und wichtig ist und ob man der Meinung ist, dass das geteilt werden muss. Und wenn man der Meinung ist, dass es geteilt werden muss, weil zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dann macht man das doch selber. So funktioniert das doch. Du kannst dich doch nicht hinstellen, darüber meckern, dass niemand über den Jemen berichtet, wenn du es selber nicht tust. Und glaub mir, ich will dir gar nicht vor den Karren pissen. Ich sag gar nicht, ich möchte noch nicht mal im Ansatz behaupten, dass du nichts dafür tust. Ich glaube, dass du da sehr viele Dinge für tust. Ich glaube, dass du ein sehr aufgeweckter, sehr engagiertes Kerlchen bist. Aber du änderst damit überhaupt nichts, wenn wir über ein Thema sprechen und du ansprichst, dass irgendwo auf diesem Planeten ebenfalls grausame Dinge passieren. Ich weiß nicht, woher. Denn neben den Dingen, die im Jemen passieren, passieren überall auf diesem Planeten noch ganz viele andere grausame Dinge, um die wir uns eigentlich kümmern sollten. Aber wir tun es nicht, weil wir unter anderem rassistisch verankerte Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft haben. Und an diesen müssen wir arbeiten. Da arbeiten wir aber nicht dran, wenn wir mit Whataboutism um uns werfen und versuchen, andere Themen dafür auszunutzen. Das machen wir so nicht. Das ist schlechter Stil.
Das ist Rumgenerve. Es geht ihnen um dieselben Sachen wie dir, Karl. Aufmerksamkeit auf allgegenwärtige, bislang ignorierte Probleme lenken. Ja, ich weiß, dass wir nicht verschieden sind, aber ich mache auch etwas dafür. Ich spreche das an. Mir ist klar, dass darüber nicht berichtet wird, deswegen mache ich es selber. Ich lebe im Jahr 22 und Leute reden, wir müssen Putin in die Knie zwingen. Eine Not mit Atomwaffen. Habt ihr sie noch alle? Wir reden über Atomwaffen. Nein, darüber reden wir gar nicht. Wir reden in der Konsequenz über Atomwaffen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Wie? Wie willst du? Wer zum Geier hat von Atomwaffen gesprochen, jemals? Nicht, Donald Trump. Ein Beispiel. Haben. Glaub mir, Mann. Ich möchte jetzt noch eine Sache zu Johannes sagen, weil ich auch nicht mit Hasswellen und so verbleiben möchte. Wenn du der Meinung bist, dass der Jemen zu wenig Aufmerksamkeit zugesprochen bekommt, dann berichterstatte selber darüber. Und wenn dann das Thema Ukraine-Krieg oder Umgang mit flüchtenden Menschen aus der Ukraine aufkommt und du selber darüber berichtest, dann bin ich jederzeit gewillt, dir eine Plattform zu geben, dass du das dann ansprechen kannst. Ja, dann bin ich bereit, deine Punkte zu teilen. Pass mal auf, ich mache dir ein Angebot. Ich weiß nicht, woher Sie Informationen haben. Ich folge dir jetzt. Und wann immer du etwas über den Jemen tweetest, das Inhalt und Gehalt hat, retweete ich. Dann bekommst du meine Reichweite obendrauf. Wann immer du irgendetwas Sinnvolles, Inhaltliches, Aktivistisches über den Jemen oder irgendwelche anderen Themen verbreitest, die dir irgendwie am Herzen liegen. Ja? Ich möchte nur nicht, dass irgendwann in der Zukunft oder wann auch immer so ein Scheiß gebracht wird, wie wir sprechen gerade über ein Thema und dann heißt es, aber es wird nicht über den Jemen gesprochen. Das möchte ich nicht, weil das ist Scheiße. Das hat weder Substanz noch Inhalt noch sonst irgendwas. Das ist Rummeckern des Meckerns wegen. Das ist, ich habe ein Thema, bei dem sich alle irgendwie moralisch richtig einig sind und ich möchte noch einen oben drauf packen, dass man sich trotzdem scheiße fühlt. Und das kann niemand gebrauchen. Ist Maaßen ein Nazi? Bitte, wenn die Waffen nicht reichen, was machst du dann? Warum sollen sie denn nicht reichen? Das ist doch die Frage. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass du Putin unterschätzt und dass du, dass deine... Ich will das eigentlich auch nicht machen, hab das gesagt, weil Serdar den Punkt erwähnt hat. Und damit solltest du doch wissen, wie scheiße der Punkt ist, wenn Serdar Sumuncu ihn für dich bringt, oder? Die Idee eine romantische sein mag, aber sie hat mit Diplomatie nichts zu tun. Es ist nicht romantisch. Doch, sondern es ist das Erfolgserlebnis. Romantisch ist zu denken, du kannst Putin in die Knie zwingen. Es ist das Erfolgserlebnis von einem, der im größten Wahnsinn in weitere Länder einmarschieren wird und am Ende in Polen stehen wird, wenn man ihn gewähren lässt. Ich bin echt gespannt. Und das ist die Ideologie, die dahinter steckt. Und da kann man nicht sagen, wir müssen jetzt einfach mal mit dem reden. Es ist, wenn er die Ukraine vernichten will, kann man ihm nicht Teile der Ukraine abtreten, um zu sagen, danach... Okay, reden wir auch da Klartext. Ukrainer sind im Moment Edelflüchtlinge. Ja, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen Hartz IV, was weiß ich. Weißt du, wie oft ich ukrainische Kennzeichen an Porsches sehe? Wo ich denke so, okay, da hatten auch nur die Leute die Möglichkeit gehabt haben, die ein schnelles Auto hatten, zu flüchten. Und vorher, genau an der gleichen Grenze vor einem halben Jahr, an Weißrussland, als die anderen Flüchtlinge aus Afrika und wo standen, was ist da passiert? Da haben wir alle gesagt, bloß nicht, der Lukaschenko will uns erpressen. Und jetzt gibt's Edelflüchtlinge und wir sagen, nee, komm, wir wollen das alles machen und wir spielen die eigene Bevölkerung gegen die Leute aus. Sorry. Das ist genau der gleiche Punkt, ne? Inhaltlich der gleiche Punkt und ungefähr auf dem gleichen Level wie antiimperialistische Kritik an der NATO, wann immer über Russland gesprochen wird. Es ist ein Ausnutzen und ein Relativieren zu Lasten von literally allen. Niemand gewinnt bei solchen Denkvorgängen. Bei solchen Argumenten gewinnt niemand. Niemand gewinnt irgendetwas. Ja? Und bei aller Liebe, die vielen, vielen Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sind, weiß Gott, nicht alles Porsche-Fahrer.
Ich weiß auch nicht, was man sich dafür, also warum man sowas bringt. Möchte man irgendwie ausgleichendes Scheiße behandeln? Weil wir schwarze Scheiße behandeln, müssen wir auch weiße Scheiße behandeln? Oder wie ist das? Warum nicht den Umgang, den wir jetzt mit UkrainerInnen haben, dann danach verwenden, um darauf aufmerksam zu machen, dass all people equal are. Dass wir, genauso wie wir UkrainerInnen helfen und da nichts Schlimmes passiert ist, wir auch anderen Menschen helfen müssen. Anstatt jetzt zu sagen, ey, wir haben die da an der Grenze verrecken lassen, warum lassen wir die Ukraine nicht verrecken? Na, weil sie Porsche fahren. Nee, tun sie nicht, die fahren nicht alle Porsche. Die sind viele Millionen Menschen haben nichts, die haben alles verloren. Die haben keinen Porsche, die haben eine Reisetasche, wenn überhaupt, einen Rucksack mit Keksen drin. Ich weiß nichts über die Ukraine. Ich weiß nicht, ob das Kinderficker sind oder korrupte Wichser, irgendeine Drogenmafia. Ich weiß doch nichts über Russland. Wie kann ich da Partei ergreifen für irgendjemanden? Die Antwort auf die Frage ist relativ einfach. Wir haben ein Land, das mit Korruption zu kämpfen hat, seit Jahrzehnten. Das seit Jahrzehnten in bürgerkriegsähnlichen, durch Russland finanzierten kriegerischen Operationen verwickelt ist und jetzt so langsam auf dem Weg ist, Souveränität zu haben und Demokratie zu erlangen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eine imperialistische, diktatorische, faschistische Großmacht, die dieses Land angreift. Da ist es relativ einfach, eine Seite zu ergreifen, Partei zu ergreifen, in meinen Augen. In meinen Augen ist es sehr einfach zu sagen, wisst ihr was? Die Ukraine, die verteidigen sich. Russland, Putins Russland, möchte die Ukraine vernichten. Ziemlich einfach. Und Serdar Sumuncu, die Ukraine hat genauso viele Kinderficker wie jedes andere Land. Weil sowas wie Kinder zu ficken nicht im Gen ist. Es gibt keine Ethnie, die dazu neigt, Kinder zu ficken. Das ist literally Rassentheorie. Und die ist widerlegt. Ich sehe nur, die Leute, die hier flüchten, hier sind, die sagen zum Teil, nö, irgendwie gefällt es mir hier doch nicht so. Nö, ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Und ganz ehrlich, das mag jetzt sehr populistisch klingen, aber das ist mein Eindruck, dass das eine unglaubliche Arroganz ist, auf der einen Seite jetzt so zu tun. Warum hetzt er denn jetzt gegen ukrainische Flüchtlinge? Was bringt ihm das? Was bringt ihm das? Ich weiß nicht, woher Sie Ihren Informationen. Welcher ukrainische, welcher aus der Ukraine flüchtende Mensch hat ihm denn gesagt, dass er ein Wichser ist und die Fresse halten soll? Als würden wir uns mit den Ukrainern solidarisieren, auf der anderen Seite andere Flüchtlinge zu degradieren und zu Flüchtlingen zweiter Klasse zu machen und dann auch eine politische Haltung daraus zu destillieren, die für Krieg ist. Warum klatscht ihr da? Was gibt's da zu klatschen? Die Arschlöcher haben das doch nicht mehr verstanden, was der damit sagen möchte. Das ist gegen Menschen hetzen, die ihre Heimat verlieren, die kulturell ausgerottet werden sollen. Und ausgerottet werden. Das ist dieses auf Krampf edgy sein. Aber was ist das für eine... Ich finde es absolut surreal, dass man nicht Partei ergreifen will gegen einen Putin, der einen kulturellen Genozid durchführt. Ich meine, wenn es selbst meine Partei gerafft hat, naja, also da sei mal sehr vorsichtig, ja. Also bei der Linkspartei wäre ich sehr vorsichtig, da überhaupt irgendwie. Da muss man ganz langsam. Ganz, ganz langsam, Frankie, mein Freund. Da steht aber links jemand neben der Bühne und gibt den Applaus vor, weil gerade Sprechpause ist, Kappa. Naja, wahrscheinlich ist das wirklich so. Ja. Was ist das für ein Begriff? Was ist das für ein Begriff? Edelflüchtlinge? Ja. Was soll denn das sein? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Das ist doch ein Populismus, nicht zu überbietender Begriff. Es gibt keine Edelflüchtlinge. Ich habe keine Angst vor dem Wort Populismus. Ich liebe das Wort. Ja, ich weiß. Du liebst dich auch als Populist und Diktator. Das ist part of the...
Naja, er ist nicht zu Gast in einer Talkshow, sondern kann in seinem Podcast machen, was er will, Fragezeichen, ohne seine Meinung zu teilen. Nein, gerade weil er in einem Podcast von ihm ist, hat er doch umso mehr Verantwortung für die Dinge, die er sagt. Was ist denn das für eine dämliche Ansage? Nur weil es sein Podcast ist, darf er machen, was er will und sagen, was er möchte? Nein, der muss umso mehr aufpassen, weil es einer der besten, reichweitenstärksten Podcasts in Deutschland ist. Zerda zu Mundschuh ist eine hausgemachte Nummer, Mann. Dem hören viele zu, den fehlen viele super. Und den Podcast hören super viele tausende Menschen. Da hast du eine unglaublich große Reichweitenverantwortung und solltest nicht so einen menschenverachtenden Scheiß von dir geben. Weil das, du machst ja noch nicht mal das, was du tun möchtest. Ja, wenn du davon sprichst, dass wir Flüchtlinge aus anderen Ländern wie Scheiße behandeln, dann hast du recht damit. Das tun wir. Wir behandeln flüchtende Menschen wie Scheiße. Wir stecken sie in alte Militärkasernen, bauen einen Zaun drum und hoffen, dass die da verrecken. Das ist unser Umgang und unsere Interpretation von Integration. Das ist lächerlich. Aber Serda Sumunchu tut Folgendes. Er nimmt dann die Flüchtlinge aus der Ukraine, die wir slightly better behandeln, also die sind wirklich so auf dem Level hier, und er versucht nicht, die anderen Flüchtlinge zu erheben, wenn es um unseren Umgang mit ihnen geht, sondern er versucht, die Flüchtlinge aus der Ukraine runterzudrücken. Er beleidigt sie, er nennt sie irgendwie undankbar und Porsche fahrend und all solche Dinge, wo der Deutsche ein Problem mit hat und will, dass wir die alle auch wie Scheiße behandeln. Das bringt doch gar nichts, außer dass dann alle Menschen gleich Scheiße behandelt werden. Das ist doch kein Aktivismus. Damit tust du doch nichts Gutes oder machst etwas Positives. Diese Meinung ist doch wertlos. The game, das wissen wir ja. Aber was soll das heißen, Edelflüchtlinge? Das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten, und eine Aufteilung zu machen zwischen Edelflüchtlingen und anderen Flüchtlingen, hat man den Leuten aus Afrika eine Krankenversicherung gegeben? Hat man ihnen Hartz IV gegeben? Hat man ihnen eine Arbeitserlaubnis gegeben? Man hat diese Leute jahrelang auf Booten im Mittelmeer sterben lassen. Ja, und man macht es immer noch, und das ist falsch. Aber das heißt nicht, dass wir auch UkrainerInnen so behandeln müssen, um fair zu sein in unserem Scheiße-Sein zu anderen Menschen. Hat sie einquartiert in Asylantenheime, und immer noch ist es so jeden Tag. Ist das nicht ein Edelflüchtling, der nach Deutschland kommt und hofiert wird, als wäre er was Besonderes? Nein, das ist kein Edelflüchtling, das ist die Art und Weise, wie wir mit flüchtenden Menschen umgehen sollten. Das hat nichts damit zu tun, dass das Edelflüchtlinge sind, sondern das ist die neue Norm. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass das die neue Norm ist. So geht man mit Menschen um, die in der Scheiße sind. Er ist genauso ein Flüchtling wie alle anderen auch. Und dann bitte kümmert euch um die anderen Flüchtlinge genauso. Das ist das, was ich sage. Völlig richtig. Meine Kunst ist die der Provokation. Ob man das mag oder nicht, okay. Ich glaube aber auch, dass er sich zu oft, wenn es brenzlig wird, hinter seiner Rolle versteckt. Nein, das ist einfach nur ein Dummschwätzer. Serda Sumunchu ist ein Dummschwätzer. Das ist keine Kunst. Also man, alles ist irgendwie Kunst, aber das ist gefährlich. Da stimme ich dir absolut zu. Da stimme ich dir völlig zu. Da hast du recht. Völlig klar. Aber trotzdem finde ich es irritierend, Flüchtlinge gegeneinander auszuspielen, ja. Wenngleich du in der Sache recht hast, dass es natürlich Ungleichheiten gibt. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr interessante rhetorische Strategie, weil du am Ende einen Satz bringst, wirklich. Der hat jetzt hier 5 Minuten lang gequirlte Scheiße gelabert. Der hat 5 Minuten lang geframed. Der hat 5 Minuten lang UkrainerInnen als Kinderfickende, Porsche-fahrende, undankbare Schimmelkinder bezeichnet und geframed, um dann am Ende seines Vortrags, der nichts anderes war als Hassschürung, par excellence, hat er gesagt, wir sollten alle gleich behandeln. Und das ist dann eine Aussage, mit der kann man nur zustimmen. Und warum macht man das? Damit du dann so jemanden wie diesen Florian da sitzen hast, der dann sagt, naja, ich kann dir da ja nur zustimmen. Nein, man kann da nicht nur zustimmen.
Wenn du 5 Minuten lang Hass schürst und am Ende aus Versehen den richtigen Satz sagst, was rhetorisch übrigens absolut gewollt so platziert worden ist, dann ist das nicht richtig und dann kann man ihm nicht zustimmen. Das ist Rechtsrhetorik. Wie funktioniert denn Rechtsrhetorik? Wie funktioniert Populismus? Wie funktioniert das denn, wenn man Rechtspopulist ist oder auch Linkspopulismus? Wird das mit Sicherheit auch in Teilen so gemacht, aber der Rechtspopulismus ist sehr viel schwieriger, weil er Hass gegen Menschen schürt. Ja, oder gegen Bevölkerungsgruppen oder Ethnien oder. Du laberst am laufenden Band Scheiße und am Ende gibst du dann irgendeinen Spruch ab, mit dem man so halbwegs zustimmen kann. Damit du dann als Antwort bekommst, na, damit hast du ja recht. Und dann wird all der Scheiß, der davor gelabert worden ist, legitimiert. Das sollte man nicht tun. Weißt du, wenn du 5 Minuten lang Hass predigst und dann in einem Nebensatz aus Versehen richtig liegst, sorry, aber aus dem Gelaber, was der da eben 5 Minuten lang abgesetzt hat, lässt sich für mich nicht erschließen, dass man alle Flüchtlinge gleich behandeln sollte. Die komplette Rhetorik, das gesamte Framing baute darauf an, die ukrainischen Flüchtlinge wie Scheiße zu behandeln. Dass wir die zu gut behandeln, weil die Porsche fahren und undankbar sind. Und deswegen sollten wir die auch Scheiße behandeln. Das war der Inhalt. Und dann kannst du nicht am Ende diesen ganzen Scheiß damit relativieren, indem du sagst, wir sollten alle gleich behandeln. Sollte man nicht tun, sorry. Und das ist ein Problem, keine Frage. Aber was willst du tun? Aber nicht gegeneinander aus. Ich nicht. Was? Die Bundesregierung macht das. Ich aber nicht. Was willst du tun? Willst du, aber das Argument zu sagen, da sind Leute, die sind... Aber glaubst du nicht, dass es neben Serda noch andere Menschen gibt, die so denken und so gut ist, das Ganze offen zu diskutieren? Auch hier im Chat war er ja eben noch mit Whataboutism. Was? Nein. Nein, was redest du mit? Also deine Vorgehensart ist, weil es Menschen gibt, die so denken, sollte das reichweitenstark vertreten werden, damit es dann diskutiert werden kann, oder wie? Möchtest du, dass Antisemiten jetzt bei Lanz auftreten und ihren Antisemitismus dort verbreiten, weil es ja Menschen gibt, die so denken? Nein. Nein, absolut nein. Sind mit dem Porsche gekommen. Nein, das natürlich nicht, aber wo ziehen wir denn die Grenze? Bei Antisemitismus ist eine Grenze erreicht. Wie ist es mit Rassismus? Da wahrscheinlich auch, ne? Wie ist es denn mit Hass gegen eine Gruppe, die aus einem Kriegsgebiet flieht? Wie ist es denn mit ukrainische Flüchtende als Porsche fahrende, kinderfickende, undankbare Arschlöcher zu framen? Wie ist es denn damit? Mein Sub wurde übersehen, steigt beleidigt in seinen Porsche. Hector, falls ich das wirklich übersehen habe, tut mir das sehr leid, aber ich danke dir sehr. Erstmal möchte ich, dass Deutschland sich zum Pazifismus bekennt. Zweitens möchte ich, dass Deutschland Flüchtlinge gleich behandelt, egal woher sie kommen, und sich seiner Verantwortung bewusst ist, diesen Menschen hier eine Sicherheit und einen Unterschlupf zu bieten, auf der Flucht vor Krisen und Krieg, die wir mit unseren Beteiligungen an Waffengeschäften mitfinanzieren und fördern. Ich erwarte, dass wir endlich realistisch werden. Er hat nie Ukraine als Kinderficker bezeichnet. Guck mal, das nennt sich Framing. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob die in der Ukraine Kinderficker sind und du das folgen lässt von einer 4-minütigen Hasstirade, dann bist du juristisch auf der sicheren Seite, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, ob die das sind, aber du hast es trotzdem so geframed. Ja, du bist derjenige, der Ukrainer und Kinderficker in einem Satz gepackt hat. Ja, das ist ziemlich geschickt, weil du juristisch auf der sicheren Seite bist. Ja. Und dass wir sagen, die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir immer mehr Waffen verkaufen. Das ist übrigens Rechtsrhetorik. Das ist fucking Rechtsrhetorik. Ach Karl, nur weil du das so interpretierst, ist es noch lange nicht so. Guck mal, ich hab viel zu viel mit Rechtsrhetorik zu tun, um nicht zu wissen, was da gemacht wird. Wie ist denn die Einleitung in solchen Podcasts, die über Rassenrealismus funktionieren? Da laberst du sowas wie, naja, ich weiß ja nicht, ob die in Afrika Messerstecher sind oder nicht, aber seit die hier in Deutschland sind, kann man sich jetzt hier mal Kriminalstatistiken angucken. Was ist denn da eigentlich los? So, niemand hat gesagt, AfrikanerInnen sind Messerstecher, aber du hast es zumindest in einem Satz verwendet und danach eine Statistik gezeigt. So, herzlichen Glückwunsch. Ja, natürlich hat er die direkt nicht so bezeichnet. Der wäre ja schön doof, wenn er das macht. Und außerdem, Flaphead-Clone. Ich weiß nicht, woher Sie... Literally, der Inhalt dieses Streams ist, dass ich meine Interpretation in ein Mikrofon schreie. Das ist original der Inhalt dieses Streams. Um nichts anderes geht es hier. Ich schalte meinen Stream an,
dann ist eine Kamera, die filmt mich dabei, wie ich meine Interpretationen von Dingen in ein Mikrofon reinschreie. Literally darum geht es. Ich veranschlage hier nicht die ultimative Wahrheit für alles. Ja. Und wir schaffen auch keinen fucking Frieden mit Waffen, sondern wir transportieren Waffen in Ländern, in denen Krieg ist. Und egal, wer dort stirbt, ich gucke den Menschen nicht in den Pass, wenn sie sterben und sage, ach Gott sei Dank, ein Russe oder scheiße, ein Ukrainer. Sondern solange Menschen sterben mit deutschen Waffen, läuft hier was falsch. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Und wenn die Engländer und wenn die Franzosen und wenn die Italiener, wenn die Holländer, wer auch immer Bock darauf haben, dann sollen sie es machen. Aber dann soll Deutschland meiner Meinung nach sagen, sorry. Aber gesteh ihm doch wenigstens zu, dass seine Forderungen gerade absolut gerechtfertigt sind. Nein, das kann ich eben nicht. Und ich kann dir auch erzählen, warum diese Forderungen nicht gerechtfertigt sind. Weil die Forderungen ein Trugschluss sind aus Hasstiraden, die er 5 Minuten oder 10 Minuten davor abgelabert hat. Das Framing, der Inhalt, passt nicht zur Forderung. Und die Forderung ist natürlich ziemlich geschickt so positioniert, dass man diese ganzen anderen Scheißaussagen von ihm einfach mal zur Seite sehen muss. Weißt du, wenn ich sage, wir sollten den Umgang, den wir derzeit mit den ukrainischen Flüchtlingen an den Tag legen, als Maßstab, als Blueprint nehmen für die zukünftige und derzeitige Umgangsgrundlage mit allen geflüchteten Menschen, dann ist das was anderes, dann ist das was vollkommen anderes, als wenn ich sage, die Ukrainer, das sind Edelflüchtlinge. Ich gucke überall auf die Straße und sehe Porsche mit ukrainischen Nummernschild. Die kriegen auch Hartz IV und eine Krankenversicherung. Die sind undankbar. Das ist was anderes. Nein, diesen Forderungen stimme ich nicht zu. Das gestehe ich ihm auch nicht ein. Und für die Leute, die denken, dass das eine übertriebene Darstellung ist von dem, was da tatsächlich gesagt hat. Das ist sogar 1:1 rezitiert, was er da gesagt hat. Und dann baut er hier einen Strohmann nach dem anderen. Er baut Strohmänner und haut die dann kaputt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann ich auch. Sorry, wir haben genauso wie beim Antisemitismus-Thema eine historische Verantwortung. Wir müssen sehr sensibel mit diesen Dingen umgehen. Und wir wollen nicht nochmal riskieren, dass mit deutschen Waffen auf irgendeinem Konfliktherd in der Welt Dinge getan werden, die nicht in unseren Ethos passen. Und die Ich finde, du laberst mehr Mist wie der Typ im Video, als der Typ im Video, ne? Genauso viel wie und mehr als. Wenn schon, dann richtig, ja? Also, nochmal. Ich finde, du laberst mehr Mist als der Typ im Video. Dieser Ethos muss definiert werden und besonders von einer Partei wie den Grünen. Das, was du machst, ist ein großes Problem, denn es ist gerade die Aufgabe Deutschlands, hier aus historischem Bewusstsein. Jetzt kommt die Hitler-Nummer. Das ist total falsches Argument. Natürlich, das total ist das entscheidende Argument. Nein. Was hättest du getan? Hättest du Hitler weiterlaufen lassen? Natürlich. Bitte, das ist Vulgärpazifismus. Putin mit Hitler zu vergleichen ist... Aber doch nur, weil du ihn von vornherein nicht magst und ihm bitterböses Framing unterstellst. Du gibst ihm ja nicht mal eine Chance. Willst du mich verarschen? Du verarschst mich doch, oder? Du wirfst mir vor, dass ich nämlich bin riesiger Serdar Somuncu-Fan gewesen. Mein Leben lang, Mann. Ich war auf Serdar Somuncu Stand-Up-Programm. Ich hab dem applaudiert und zugejubelt, als der in Frankfurt auf der Büchermesse Mein Kampf vorgelesen hat und rausgeworfen worden ist. Da war ich da. Ich liebe fucking Serdar Somuncu und das, was er getan hat, die Art und Weise, wie er Menschen auseinandernimmt. Mein Gott, was redest du da? Mich macht das umso trauriger, dass er seit Corona anscheinend nicht mehr klar denken kann. Das ist ja peinlich, dieser Vorwurf. Ich unterstelle ihm nicht bitterböses Framing, sondern ich habe zugehört. Und du gibst ihm ja nicht mal die Chance. Bruder, ich gucke seit 30 Minuten seinen Beitrag. Wenn ich ihm nicht mal die Chance geben würde, würde ich mir das gar nicht anhören, sondern sagen, Serdar Somuncu ist ein Spinner, der soll die Fresse halten. Ich höre ihm seit fucking 10 Minuten zu und versuche inhaltlich zu erklären, warum ich das scheiße finde, was er erzählt. Was ist denn los mit dir?
Marktplatzgeschrei. Ja, das ist ja, wir müssen uns zum Pazifismus bekennen. Das ist populistisch, das ist billig. Ja, das ist nicht Pazifismus. Das klingt geil. Ich bin auch Pazifist. Ich habe auch keinen Bock auf Waffenlieferungen. Es ist überhaupt nicht die Frage, dass ich das befürworte. Ich wiederhole nochmal. Aber der Punkt zu sagen, das ist Pazifismus, dazu müssen wir uns bekennen. Es ist leider, so leid es mir tut, und wir sind uns im Thema Pazifismus völlig einig, aber es ist billig. Und zu sagen, gerade Deutschland muss sich daraus halten, das wird leider der historischen Verantwortung nicht gerecht. Um es ein für alle Mal zu entkräften, dieses Argument ist bewusst demagogisch und es ist falsch, es ist grundfalsch. Zu Hitlers Zeiten hatten wir es nicht mit einer Atommacht zu tun. Ja, Hitler war keine Atommacht. Der hat die V1 in Peenemünde gestartet und die ist erbärmlich gescheitert. Wäre er eine Atommacht gewesen, wäre der Zweite Weltkrieg anders gelaufen. Und dann wäre auch die Reaktion der Alliierten auf Deutschland eine andere gewesen. Wir sind jetzt in einem Konflikt mit einer Atommacht, die über... Was heißt das denn? Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen... Fucking die Militärmacht von Hitler Ende der 30er Jahre ist vergleichbar mit der Zerstörungsgewalt von Atombomben für den damaligen Stand. Also es tut mir sehr leid, aber das, was Hitler damals hatte, war insane, zerstörerisch. Die waren technologisch so weit überlegen. Vietnam, Serdasemunchu, Pakistan und Indien, UdSSR in Afghanistan. Ja, zum Beispiel, waren auch Atommächte. 6.000 atomfähige Waffen verfügt, die sie abschießen können. Und wenn die abschießen, heißt das bei einem Atomkrieg, anders als bei einem konventionellen Krieg, dass wir nicht in eine Auseinandersetzung auf den Boden gehen, wo Soldaten sterben, und leider sind im Zweiten Weltkrieg viel zu viele Menschen gestorben. Ich meine, was ist denn der Trugschluss daraus? Heißt das, dass wenn ein Land Atomraketen hat, dann darf es machen, was es möchte? Dann scheißen wir auf Völkerrecht? Ist das die Schlussfolgerung? I don't know. Oder sagen wir mal nicht schwarz und weiß, der darf machen, was er will, aber dann gestehen wir ihnen mehr zu und sagen, ey, okay, können wir uns völkerrechtlich irgendwie darauf einigen, dass wir die Ukraine entmilitarisieren und du mit denen machen darfst, was du willst, aber die dürfen weiterhin Ukraine heißen? Ich weiß es nicht. Aber du wirst dich daran erinnern, dass mit dem Tabubruch des Atombombenabwurfs auf Nagasaki und Hiroshima sich grundlegend was verändert hat in der Sicht der Welt auf diese Konflikte und den Umgang mit diesen atomaren Waffen. Daraus ist das Tabu entstanden, dass wir jahrelang gesagt haben, es muss eine Grenze geben, die uns davor bewahrt, uns selbst zu zerstören. Wenn man den Vergleich ziehen will, ist das russische Militär von heute ein Witz im Vergleich zu Hitlers Wehrmacht. Na, also in absoluter Vergleichbarkeit auf jeden Fall, aber du musst natürlich, der technologische Fortschritt und auch gerade die Erfindung von Atomraketen oder Atomsprengköpfen ist natürlich etwas, das vom Ausmaß der Zerstörung sehr viel gravierender und schlimmer ist. Aber ja, das ist eine Aussage, die absolut richtig ist. Hitlers Wehrmacht 39 beim Angriff Polens war... eines der, also wirklich, da hat man gekuscht, Alter. Da hast du keinen Bock drauf gehabt. Deswegen hat man sich ja auch nicht in die Polenscheiße eingemischt als Alliierte und hat die weitermachen lassen. So, man hatte da brutalen Respekt vor. Ne? Weil Atomwaffen zerstören die Menschheit und die Zivilisation. Und das ist der Unterschied zu Putin. Muss ich dir das erklären? Ich finde es erstaunlich, dass... Und deswegen kannst du auch nicht sagen, damals die Alliierten mussten einmarschieren, Hitler, es war genauso easy wie jetzt, wir marschieren in Russland ein, es passiert nichts. Ich finde es ganz erstaunlich, dass es ausgerechnet die Leute sind wie du, die... Aber wer spricht denn davon, in Russland einzumarschieren? Wer will denn bitte nach Russland einmarschieren? Russland marschiert in die Ukraine ein. Wie kann man sich nur mit den Drecksamis, die es nicht juckt, wenn hier alles den Bach runtergeht, solidarisieren anstelle mit einem Nachbarland? Es könnte alles so easy sein. Was meinst du mit Nachbarland? Russland oder was? Russland ist kein Nachbarland. Oder meinst du die Schweiz? Oder was ist los mit dir? Der Typ zieht sich doch auch jeden Abend Politopia rein, oder? Die noch vor dem Krieg in der Ukraine gesagt haben, Putin fühlt sich ja nur bedroht. Putin ist derjenige, der von der NATO bedroht wurde. Ja. Und ist die ja jetzt so. Im nächsten. Der Account war nur für dich, ist das so? Weil das war ein neuer Account. Weltreisender Typ. Am 31. Mai folgt seit 11 Minuten. Naja, gut, kann echt sein, dass der nur für mich gewesen ist. Naja. Fühlt man sich ja auch immer so ein bisschen geehrt, ne?
nächsten Moment sagen, wir dürfen ihn aber nicht provozieren, ja, das ist ja so. Eine Atommacht. Und jetzt plötzlich sagt er, ah nein, jetzt ist der da einmarschiert, scheiße, waren wir doch sicher, der fühlt sich nur bedroht, wir müssen ihn verstehen. Ah, Flo, wenn wir ihn verstehen, wenn wir lange genug mit ihm geredet hätten, dann wäre er nicht einmarschiert, aber jetzt ist er die Atommacht. Aber in dem Moment, in dem du den Atomkrieg an die Wand malst, spielst du leider Putin in die Karten. Und in dem Moment... Absolut, absolut. Das ist dann dieses... Ich meine, was heißt denn nie wieder? Was heißt denn das immer genannte nie wieder? Nie wieder, außer eine Atommacht greift an? Ich weiß nicht, ob nie wieder eine Kondition haben sollte. I don't know. Spielst damit sein Spiel, weil das genau ist die Methode, mit der er erfolgreich ist, indem er sagt, wir sind die Atommacht und wir werden im Zweifel unsere Atomwaffen abwerfen. In dem Moment, und natürlich hat er die, das wissen wir, aber in dem Moment, in dem du so argumentierst, spielst du ihm in die Karten und übernimmst seine Logik. Damit sage ich nicht, dass du ihn verteidigst. Achtung, ich sage nicht, dass du ihn verteidigst oder dass du auf seiner Seite bist. Aber du spielst das Spiel seiner Logik mit, indem du seine Argumentation an dieser Stelle übernimmst und ihn als genau den Dämon erscheinen lässt, der er sein will. Und das halte ich für ein Problem. So, und in dem Moment, ja. Nach wie vor, in dem Moment, in dem diese Argumentation kommt, ohne dass du die Konsequenz dieser Argumentation siehst, verharmlost du das, was passieren kann. Und das ist der atomare Krieg, über den ich hier spreche. Und nochmal, ich habe damit auch kein Problem, ob jetzt irgendjemand sagt, ich würde Putin verteidigen oder nicht. Wir sind doch nicht doof. Oder doch, wir sind verdammt doof. Wir sind so dumm eigentlich. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie dumm die Menschen sind. Wer hat, ich wiederhole es jetzt und du wirst dafür an die Decke gehen, wer hat seit Jahrzehnten völkerrechtswidrige Kriege geführt? Oh, wer hat Waffen exportiert? Oh Gott, Alter, er ist ja wirklich komplett im Film, oder? Jetzt kommt aber die NATO, oder? Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Die Antwort ist übrigens literally jedes imperialistisch geprägte Land, ne? Also sowohl Amerika hat das gemacht, als auch Russland. So, 2008 Georgien, 2014, da ist auch was passiert, ne? Erinnern wir uns noch vage dran. Und noch viele, viele andere Dinge, wo Russland stellvertretend tätig gewesen ist oder ganz direkt auch. Konfliktherde sich geschaffen und in den Konfliktherden sogar beide Konfliktparteien mit Waffen versorgt, ist über das Völkerrecht hinweggegangen mit einer Nonchalance, dass man dachte, okay, das ist ein Imperium, können wir nichts machen. Es waren die Amis, ja, in Kuba, Korea, wie... Yeah, I don't know, warum man das macht, Alter, ich verstehe es einfach nicht. Ja, fucking Amerika ist ein Haufen Scheiße, Alter. Das ist ein riesiger Haufen Scheiße, Amerika. Ein gigantischer Haufen Scheiße. Alles ist Scheiße an Amerika. Es gibt kaum etwas Gutes außerhalb der NBA und Michael Jordan aus Amerika. So, fucking Amerika ist wirklich ein riesiger Haufen Scheiße. Aber es ist so anstrengend, dass man bei einem Angriffskrieg auf europäischem Boden von einer imperialistischen Großmacht, geführt von einem absolut wahnsinnigen Diktator, reflexartig und impulsartig sofort die NATO oder Amerika schreit. Was ändert es denn, wenn dir jetzt jemand zustimmt, Serdar? Weil jeder Mensch stimmt dir zu. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Aber-Amerika-Rhetorik nichts anderes ist als eine Relativierung von Putin. Warum? Weil es ablenkt. Wenn man über Putins Angriffskrieg spricht und sagt, aber die Amerikaner, ne? What about America? Ne? What aboutism? Dann kann alles, was er gerade sagt, von keinem vernünftig denkenden Mensch mit, na, so schlimm war das gar nicht, abgetan werden. Jeder Mensch hört die Kritik an Amerika und sagt, da hast du recht. Nee, da hast du nicht recht. Warum hast du nicht recht? Weil in diesem Moment deine Argumente von Putins Angriffskrieg ablenken sollen. Und genau deshalb ist das automatisch relativierend. Das ist sehr einfach zu verstehen. Und es ist trotzdem schwierige und gute Rhetorik. Vietnam, wo Leute mit Napalm zerbombt wurden, Irak, Libyen etc. Ist das alles weg?
Ist das alles, spielt das keine Rolle mehr? Ein so dermaßen billiges Argument. Dieses Ausspielen, die Amis haben und dann, die Amis haben ja auch und der Westen, hat, weil es historisch. Es ist kein billiges Argument, es ist gar kein Argument. Und das müssen wir verstehen. Das ist kein Argument. Es ist eine Relativierung. Es ist eine Relativierung, wo man, ein Ablenken vom eigentlichen Thema und er ist da jetzt auch in die Falle getappt. Weil jetzt hat Serdar Somuncu ihn argumentativ an den Eiern, weil er sich auf das Thema allgemein insgesamt eingelassen hat. Und dann wirkt es im Auge des Zuschauers, als ob da ein riesiger, gigantischer Sieg errungen worden ist. Ist ganz einfach. Ich versuche euch das mal mit einer Fußballmetapher zu erklären, okay? Ich versuche euch mal hier mit einer Fußballmetapher zu kommen, okay? Geben wir dafür. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber ich versuche es trotzdem. Sagen wir, der FC Bayern München hat 15-0 in Freiburg gewonnen. Ich weiß nicht, wie hoch gewinnt Bayern mittlerweile. Ist wahrscheinlich so 15-16-0. Sagen wir, FC Bayern hat 16-0 gegen Freiburg gewonnen. Ne? Und dann komme ich zu dir und sage, ey, lass mal über Bayern gegen Freiburg sprechen. Ey, dieses 16-0, komplett bescheuert. Und dann kommt meine Gegenseite und sagt, ja, aber also Freiburg hat ja auch schon mal 6-0 gegen Rostock gewonnen. Ne? Und dann sag ich und so, ey, das ist ein ziemlich billiges Argument. Also, was ist das? Und dann kommt die Gegenseite und sagt, aha, aber warum? Das stimmt doch. Die haben doch damals gewonnen, weil das und das und jenes passiert. Ich kann keine Fußballmetapher daraus machen. Das ist ein viel zu ernstes Thema. Und Fußballmetaphern funktionieren nun mal bedauerlicherweise oder glücklicherweise nicht überall. Aber diese Aber-Amerika-Falle ist sehr einfach. Man spricht über Putins Angriffskrieg, dann kommt Aber-Amerika. Florian sagt, das ist ein billiges Argument. Und Serdar Somuncu weiß, in dem Moment hat er ihn an den Eiern. Weil in dem Moment kann er sagen, aber es stimmt doch, was ist denn damals passiert in Vietnam, als da Zivilisten mit Napalm aus den Schutzräumen gebrüht worden sind. Das stimmt doch, oder nicht? Und dann muss er sagen, ja, es stimmt. Er kann ja gar nichts anderes sagen, weil es stimmt. Amerika ist ein Haufen Scheiße. Nur all das, was Amerika die letzten Jahrzehnte an Scheiße fabriziert hat und immer noch fabriziert, ändert überhaupt nichts daran, dass der Angriffskrieg Putins völkerrechtswidrig ist. Und darüber wird hier gerade gesprochen. Das ist das Thema. Und nicht Amerika. Und nicht die NATO. Und nichts von dem, was Amerika oder die NATO getan hat, rechtfertigt einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und nur dann, nur wenn du diesen Punkt machen möchtest, kannst du es überhaupt zum Thema machen. Historisch, ich war aber noch vollkommen, nicht fertig. Es ist historisch so dumm, ja, so zu argumentieren. Es ist so abartig dumm. Die Amis haben seit Jahren. Ich war noch nicht fertig. Konflikte singulär zu sehen. Und du musst dir diesen Konflikt angucken. Nein. Die Amis haben, das ist dieser Sarah Wagenknecht Dreckspopulismus. Was ist denn an Sarah Wagenknecht schlimm? In der Sache zu argumentieren. Das ist Populismus. Was ist also erstens? Erstens finde ich diesen Umgang auch mit Sarah Wagenknecht für jemanden, der sich als Demokrat bezeichnet. Oh Gott, jetzt kommt dieses, man muss Sarah Wagenknechts Meinung aushalten als Demokrat. Da wird mir so schlecht, Mann. Dieses, man muss auch mal Meinungen aushalten. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass die Meinung von Sarah Wagenknecht niemand aushält. Natürlich halten wir das aus. Ich habe mich noch nicht hier aufgehangen oder meinen Fernseher rausgeschmissen aus dem Raum oder so. Ich halte die natürlich aus. Aber ich finde das scheiße, was die erzählt. Die labert dummen Unsinn. Die versucht seit 2 Jahren Reichweite aufzubauen mit populistischen Takes, um ihre scheiß Bücher zu verkaufen und ihre eigene Partei in die Pfanne zu treten. Mehr macht die nicht. Und das macht die, weil die mit einem Bekloppten verheiratet ist, der das schon seit 20 Jahren mit der gleichen Partei probiert. Was ist denn da so schwer zu verstehen? Ich halte die Meinung von Sarah Wagenknecht aus, aber sie ist scheiße. Junge, dein Kopf muss doch bald platzen. Psst, es nervt mich. Karl mit Kopfschmerzen, Corona ist, mit Corona-Kopfschmerzen ist gefährlich. Ich habe eine sehr kurze Zündschnur. Ungehörig. Ja? Sarah Wagenknecht hat es verdient, dass man sie als Demagogin und Populistin bezeichnet, was sie leider ist. Ach, und Habeck und Baerbock nicht? Was? Auf welchem Planeten kannst du denn den Schwachsinn, den Sarah Wagenknecht fabriziert,
auch nur im Ansatz mit dem, was Robert Habeck oder Annalena Baerbock macht, vergleichen. Und warum ist Annalena Baerbock und Robert Habeck jetzt sinnbildlich stehend für alles, was schlecht ist mit der Regierung, Alter? Das ist doch komplett bekloppt. Das war jetzt hier fucking 15 Minuten Whataboutism von Serdar Somuncu. Seit 15 Minuten. Alles, was der entgegnen kann, ist aber. Und dann irgendwas anderes. What about? Ich finde seine Argumentationen und die Erklärungen wirklich toll, aber stell dir selber kein Bein mit Aussagen wie Amerika ist ein Haufen Scheiße. Das ist undifferenziert und unsachlich. Nein, ist es nicht. Amerika ist ein riesiger Haufen Scheiße. Alex, bei aller Liebe. Ich würde niemals... Guck mal, weißt du, ich kann dir auch erklären, warum ich Amerika als einen Haufen Scheiße bezeichne. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kind kriegen würde und ich müsste es in Amerika großziehen, würde ich meine Taschen packen, mein Kind auf den Rücken schnallen und so schnell wie möglich da weg. Und wann immer ich das Gefühl habe, bei irgendeiner Region das machen zu müssen, ist diese Region für mich ein Haufen Scheiße. Und das gilt für mich für ganz Amerika. Ganz Amerika ist ein mit wahnsinnigen Gesetzen und Pseudodemokratie durchtriebenes Land von egozentrisch wahnsinnigen Idioten. Geführt und geleitet von absolut bescheuerten, viel zu patriotisch denkenden Knallköpfen. Auch Kanada? Ich kenne mich mit Kanada viel zu wenig aus, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass die da in Teilen Französisch sprechen. Und das, da will ich auch nicht, dass mein Kind Französisch lernt. Was ist das denn? Französisch. Habeck und Baerbock nicht. Habeck und Baerbock, man muss Habeck und Baerbock nicht. Und Hofreiter ist nicht Demagoge. Hofreiter hat nicht eine Kehrtwende um 180 Grad gemacht, wenn er sich jetzt zum Waffenexperten auf... So ein YouTube-Tutorial für feinen Sprech, damit solche Fehler nicht mehr passieren. Das bringt mein Herz zum Lachen, weil ich mir vorstelle, wie Christian da sitzt gerade. Und ich das vor meinen Augen sehe, wie Christian da sitzt und diesen Satz ausformuliert hat und ihn dann abfeuert. Und er weiß, dass es ein Banger ist. Moment, reden wir jetzt über die USA oder reden wir über Hofreiter? Wo willst du eigentlich hin mit deiner Argumentation? Ja, weil du hast mich ja unterbrochen, du Arschloch. Ich habe dich überhaupt nicht unterbrochen. Nein, ich habe nur interveniert. Lass mich das zu Ende sagen mit den Amis. Lass mich das mit den Amis doch zu Ende sagen. Ja, mach doch weiter, du Wichser. So, apropos. Erstmal finde ich diese Geschichte mit wir sollen Putin nicht provozieren, das darf man bloß nicht sagen, total falsch. Natürlich darf man das sagen. Putin ist ja auch provoziert worden. Man darf übrigens alles sagen, und, es wird dir nicht verboten, wie du gerade zweiter Aspekt, den ich falsch finde, ist, das ist ein singulärer Fall, der hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. Dieser Fall hat nur mit der Geschichte zu tun. Das habe ich nicht gesagt. Hat damit zu tun, dass die Europäer 2014 den Ukrainern falsche Hoffnungen gemacht haben und sie auf den Maidan getrieben haben und diese Menschen haben demonstriert, weil sie geglaubt haben, dass ihr Wunsch erfüllt werden würde, Teil der EU zu sein. Warum hat man das dann damals nicht gemacht, wenn man jetzt so glaubwürdig auf der Seite der Ukrainer steht? Warum macht man es jetzt nicht? Jetzt! Jetzt wäre der Zeitpunkt, es glaubwürdig zu machen. Warum benimmt man sich nicht in die NATO auf? Konsequent straight, weil man eine halbgare Scheißpolitik macht. Weil man auf der einen Seite sagt, ja, wir helfen euch und wir geben euch Waffen. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Sind die schon da? Schießen die schon damit? Und auf der anderen Seite sagt man, wir nehmen euch in die EU auf, aber nur als Beitrittskandidat. Warum denn das? Mach's doch sofort, wenn du die Eier hast. Verstehe ich nicht. Du weißt, dass das so einfach nicht geht und du kannst auch nicht... Warum geht das nicht? Nee, er weiß es eben anscheinend nicht, oder? Man soll doch... Und wann ist der Beitrag? Letzte Woche. Vorletzte Woche. Putin provozieren. Man soll überhaupt nicht Putin provozieren. Warum soll man Putin nicht provozieren? Das ist der übliche billige Populismus. Den du anwendest? Nein, du. Du wendest ihn an. Oh, wenn ich die Klitschkos schon sehe, ey. Das war jetzt Populismus. Dann auch immer dieses Getue, als dürfte man irgendwas nicht mehr sagen. Du darfst doch alles sagen. Man dürfte das nicht mehr sagen. Und er sagt dir, dass man das nicht mehr sagen darf. Du kannst alles sagen. Du sitzt doch hier und sagst alles und kriegst dafür Applaus und tust so, als dürftest du das, was du gerade sagst, nicht mehr sagen. Das ist doch nicht dein Niveau, mein Freund. Das ist aber so gut gerade, ne? Und so enttarnend. Holy shit. Warum? Du kannst alles sagen. Du kannst alles sagen. Du kannst sagen, wir sollen Putin provozieren. Du kannst sagen, wir sollen ihn nicht provozieren. Ich fühle mich gerade ohnmächtig. Das ist einfach, das ist,
Das ist sehr gute Rhetorik, aber es ist faschistische Rhetorik. Und ich möchte erklären, warum es in meinen Augen faschistische Rhetorik ist. Das ist auf Krampf, auf Autorität machen. Es ist Menschen, denen es darum geht, dass man in einem Gespräch gewinnt oder verliert und das nur mit Härte zeigen kann, anstatt mit Inhalten, sind meistens die sich starke Führungspersönlichkeiten und autoritäre Menschen wünschen. Und das sind meistens Männer, die dann aus diesem Gespräch keinen Inhalt ziehen, sondern nur mitnehmen, ah, Serdar hat gewonnen, der hat Florian komplett an die Wand gemacht. Warum? Weil sie dann am Ende, nachdem er einfach etwas inhaltlich komplett Entlarvendes, Enttarnendes und Richtiges gesagt hat, mit einem Witz kommt und jetzt er da sitzt und sagt, ey, komm, also was soll ich jetzt noch tun? Das ist übrigens der klassische Opferkult der Gegenwart. Wenn man nicht mehr weiter weiß, wird man zum Opfer. Genau, Alter. Ey, Florian, danke schön, dass du sagst. Das ist, ey, fucking danke schön, dass du sagst. Täter-Opfer-Umkehr. Opfer ist Opfer seines ganz sag wichtig. Bitte, sag bitte noch Täter-Opfer-Umkehr. Sag brutaler Angriffskrieg. Sag irgendwie so. Nee, deine Aufgabe ist jetzt zu sagen, dass Putin das Opfer ist. Dass Putin im Grunde, dass Putin eigentlich ein armes Schwein ist. Wir sind alle das Opfer. Wir sind alle das Opfer dieses Krieges. Wir sind alle das Opfer dieses Krieges. Du, ich, die Leute, die sterben in der Ukraine, die Russen, wir sind alle Opfer. Krieg ist immer ein Verbrechen gegen alle. Ist nicht nur ein Verbrechen gegen einen. Ich persönlich finde nicht, dass man jemanden, der ein Heidengeld damit verdient, dumme Scheiße in dem Mikrofon zu labern, als gleichwertiges Kriegsopfer von Menschen bezeichnen sollte, die ihr Leben lassen, ihre Familie verlieren, fucking ihre komplette Existenz und Kultur zerbombt bekommen. Das ist für mich nicht auf einem Level. Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Endlich nicht mehr alle 20 Minuten 8 Werbespots. FCK Jutwitsch. Ja, sapp halt rein, Mann. Ganz easy. Und um das persönlich zu beenden, wir müssen aufhören. Um das persönlich zu beenden. Wir müssen gar nicht aufhören, ich bin noch nicht nackt. Da sitzt diese Fettbacke und ergibt sich in der Opfer. Es macht keinen Unterschied, ob er fett ist oder dünn ist oder ob er normalgewichtig ist oder krass trainiert oder sonst irgendwas. So, man muss niemanden aufgrund seines Gewichts oder seiner Optik insgesamt inhaltlich bewerten. So, er labert dummen Scheiß und seine Optik spielt dabei absolut keine Rolle und sollte auch bei inhaltlichen Diskursen nie eine Rolle spielen. Ich lege noch einen drauf, sollte nie eine Rolle spielen. Gleich. Ich will das ganz ehrlich nochmal zum Schluss sagen. Ich liebe das, mit dir so zu streiten und ich nehme das mit. Ich verspreche dir das. Ich habe über jede Sendung, die wir hatten, wirklich lange nachgedacht. Und ich habe wirklich überlegt, warum sagt Florian das? Und was kann ich davon annehmen und nicht? Und ich greife nicht dich an, mein Freund. Ich greife nicht dich an. Sondern ich versuche mit dir über die Dinge zu reden, die mich angreifen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir stehen auf einer gemeinsamen Seite, wenn wir das vormachen, was wir jetzt machen. Genau. Dass wir streiten miteinander und persönlich und freundschaftlich auseinandergehen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Und das ist das Schöne. Dass wir. Was gibt es da zu klatschen? Ja. Und das ist tatsächlich, das ist ohne Witz wirklich das Einmalige und Schöne, was wir auch wirklich nochmal vor Publikum hier sagen können, dass wir nach dieser Show hier rausgehen und uns in die Arme fallen und Wein zusammen trinken, weil wir, und damit sind wir wieder beim ersten Teil der Show, weil wir das Ganze nicht persönlich nehmen und weil wir es nicht privat diskutieren. Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Finde ich unglaublich anstrengend. Das fand ich unglaublich anstrengend.